Ich hab wohl was an den Temporallappen gekriegt. Aber ein gefallener Feind kann nur eins bedeuten. Es gab einen Kampf und ich gewann! Mein neuer General wird zuallererst dich aus dem Weg räumen. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell, hinein in den Vortex. Aber Dr. Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Wir wissen nicht, was passieren könnte. Vader versagt. Typisch. Du bleibst. Was werdet ihr mit mir machen? Ich glaube, jemand braucht eine kleine Auszeit. Dort, wo er keinen Ärger machen kann. Genieß das Ende des Universums. Ingo Steiner hat wieder geöffnet. Satellit zu leckeren Speisen, inspiriert durch interdimensionale Reisen. Genießt die Frischluft mit unserem innovativen Dreiwände-Design. Ingo Steiner, hier haben wir 6 Sterne. Für den Geschmack. Warnung, die 6 ist eine Wertung des Gesundheitsamts nach Schulnotensystem. Endlich Ruhe. Oh, fast geschafft. Hol den. Ja! Fantasie! Juhu! Juhu! Hey, Crash, jetzt du! 5, 4, 3, 2, 1. Engine wechselte von seinem Heavy-Metal-Leben zu sanftem Jazz. Sein Album Mein Herz macht Weltzerstörerherz ist aktuell die Nummer 1 in Fahrstühlen rund um den Globus. Er spielt heute in der Hotelbar von 3 bis 3.30 Uhr. Embryo wurde in einen Käfig gesteckt, weil man ihn für ein Flughörnchen hielt. Er ist zu sehen in der Kunst der Taxidermie, in Ripper Roos kuriosem Kabinett der Kuriositäten. Sein Tempodrang hat bewirkt, dass Oxide süchtig nach Koffein wurde. Er wurde zum Sprachrohr eines führenden Energy-Drink-Anbieters. Aktuell ist er in der Reha und macht eine üble Scheidung durch. Ohne ihren Meister mussten Cortex Laborassistenten einen neuen Job suchen. Sie renovierten sein Luftschiff, das sie zu einem erfolgreichen Pop-Up-Store für Heilsteine und Kristalle machten. Dingo Dial machte sein Restaurant zu einem Franchise. So wurde Dingo's Diner zu einer führenden Fast-Food-Restaurantkette. Die Lokale wurden dicht gemacht wegen grober Gesundheitsgefährdung. Der ursprüngliche Standort bleibt jedoch trotz aller Kritik geöffnet. Nach erfolgreichen Expeditionen nach Eldorado, Shangri-La, Atlantis und einer kurzen Affäre mit einem Vollpfosten namens Schmathen Drake hat sich Torna eine kleine Auszeit genommen, um sich zu finden. Sie hat das Scrapbooking für sich entdeckt. Sie kann es noch nicht sehr gut, aber sie lernt. Da es ihr nicht gelang, das erste selbstständig fliegende Flugauto zu erfinden, ist Coco stattdessen E-Sports-Champion geworden. Du musst unbedingt Kick-Ass-Coco folgen und auf Vergöttern klicken. In den Dimensionen hört man nichts von den Doktoren Tropy, seit Crash ihre Pläne vereitelte. Aber fiese Genies sind hartnäckiger als Kakerlaken. Und was mich angeht, ich kann dir sagen, mir geht es blendend.
Hm.